Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge, wie ist die Schalseelogistik entstanden? Ich höre da schon so ein richtig schönes Geräusch im Hintergrund. Jetzt ist es gerade wieder leise geworden. Es hört sich ganz nach dem Paddy an. Der Paddy ist, da ist er, der ist heute, ab heute auch dabei. Der Moin. wird mir helfen. Moin, Paddy. Moin. Der Paddy will mir nämlich dabei helfen. Oder er will mich unterstützen. Das ist übrigens der nächste LKW, den ich fahren werde, weil der Paddy möchte nämlich gerne eine Woche Urlaub machen. Dann Genau. überlässt er mir den LKW für eine Woche. Schöne Felgen hast du auf jeden Fall. Vielen Dank, vielen Dank. Ja, dann würde ich sagen, lass uns mal gucken gehen, wo der LKW ist. Der Chef sagte, auf dem anderen, auf dem alten Hof steht er. Hinter diesen Trailern, da soll der stehen. Park am besten einmal ein und dann kannst du mal mit gucken kommen. Und du sagst mir dann, was du davon hältst. Er soll laufen. Park mal ein. Wo geht's denn hin in Urlaub? Oh, ich habe überlegt, in die Türkei zu fliegen, mal für eine Woche. Okay. Ich bin gespannt, wie er aussieht, weil wirklich gesehen habe ich ihn noch nicht. Ja. Es gab alte Bilder, aber der Chef hat gesagt, ich soll nicht vom Glauben fallen, weil er soll ein bisschen. Oh, da steht er. Soll ein bisschen rostig sein. Oh, kriegt man ja weggemacht. Oh Gott, das habe ich mir aber schlimmer vorgestellt. Wenn ich ganz ehrlich Ja. bin. Also das ist Definitiv. noch einer, der Ja, etwas gut, besser das. aussieht als Ja, das. die man so sonst sieht auf der Straße. Bisschen doll rostig. An dem Staufach, Beifahrerseite und Fahrerseite. Oh, Ah. da werden wir aber am Wochenende spachteln können. Na, wer weiß, Sieht vielleicht ist so. das ja gar nicht so doll. Das sieht so aus, als wenn das nur so leicht oberflächlich angegriffen ist. Naja. So Ja, Flugrost. das obere Cap ist ja eh aus Hartfaserplastik. GFK, ne? Ja, so sieht er ganz gut aus. Jo. Weiß nicht, ob das mal irgendjemand versucht hatte, schon mal was dran zu machen. Ja, so wie das aussieht, bestimmt. TÜV ist seit einem halben Jahr abgelaufen, leider. Aber auch das kriege ich hin. Aber trotzdem werde ich mal gucken, ob der überhaupt anspringt. So, von innen denke ich mal, oh, eigentlich will ich gar nicht rein. Will ich reingucken, wie er von innen aussieht? Eigentlich nicht. Los, guck rein. Aber. Da müssen wir reingucken. Oh, der ist aber. Der sieht ja richtig gut aus. Den hat doch einer sauber gemacht. Der ist von Aus wie innen ja total. geleckt. Der ist ja von innen total sauber. Den haben die ja bloß hingestellt und hier stehen lassen, oder was? Der ist ja top von innen. Da ist ja nix dran. Aus dem Pfui in Hui. Aber Muss ich. wirklich, aber. So, jetzt kommt die große Probe. So, wollen wir mal schauen, ob das Auto anspringt. Und ob der gleich anspringt, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass der hier so gestanden hat. Ah, doch, so wie er aussieht mit. Oh, Ah, gut, er ist die an. Seeluft, ne? Also hätte ich jetzt. Scheibe geht runter. Oha, krass. Hätte ich im Leben nicht gedacht, dass der anspringt. Nein, ich auch nicht. Ich habe mich schon seelisch und moralisch darauf vorgestellt, darauf vorbereitet, den LKW zu holen und zu überbrücken. Bin ich ganz ehrlich. Der hört sich gut an. Ja, ich werde ihn kaufen. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Hast du. Oder was sagst du? Ja. Würdest du ihn nehmen? Hast du. Ich würde ihn nehmen. Ich werde mal eine Probefahrt Allein so, wie machen. er von innen aussieht und dass er startet, ist schon ein Wunder. So, Handbremse ist angelegt. Und alles andere ist nachher. Naja, alles in deinem Ermessen, wie du das machen möchtest. Ja. Ganz ehrlich, ich bin gespannt, was draus wird. Ja. Problem ist nur, dass ich jetzt das ganze Geld, was ich übrig hatte. Oh, fährt schon mal. Was ich jetzt übrig hatte oder was ich angespart habe, ist jetzt alles für den LKW draufgegangen, ne? Aber ist normal. Wer Ja, das eine aber will. muss der andere mögen, ne? Ja. Aber ist ja nicht so, dass du damit jetzt kein Geld verdienen kannst. Nein. Und Komm, hast du jetzt mal. fährst du erstmal eine Woche mit meinem. Oh, Rückwärtsgang hakt ein bisschen. Okay. Müssten wir vielleicht was am Getriebe machen. Aber er geht nicht hoch vorne. Also irgendwie Luftfederung. Jetzt zischt er denn? Ah, jetzt, ja.
Ja, jetzt geht er hoch. Jetzt geht er hoch. Guck mal. Er geht hoch. Siehste. Alleine Perfekt. dafür wirklich schon kaufen. Vorne und hinten Luft gefedert. Da was Besseres kann dir nicht passieren. Ein V8. Ich sage, was Besseres kann dir nicht passieren. Nein. Außer mein Scania. Ja. Ah, wir wollen es mal nicht übertreiben, ne? Also Genau. 530 PS ist schon mal gar nicht schlecht. Das ist für den mehr als ausreichend. Der Rest wird alles gemacht. Alles nach und nach. Genau. Ich meine, es ist ja jetzt sowieso Wochenende, geladen ist ja schon. Ja, dann wollen wir mal gucken, Damit dann werde ich du. den LKW mal nach Hause bringen. Ich fahre einfach mit den Nummernschildern. Werde ich den LKW nach Hause bringen und dann geht's. Da geht's daran, den LKW fertig zu machen. Das ist eine Menge Arbeit. Schleifen. Lackieren. Mal gucken. Kommen wir hier jetzt raus? So. Wollen wir mal sehen. Ich werde dem Chef das gleich mal sagen, dass ich den haben möchte. Dass ich das Auto haben will. Und dass ich mir den fertig mache. Er weiß ja noch nicht, dass ich mich dann selbstständig mache, wenn der LKW fertig ist. Das weiß er ja nicht. Das sage ich ihm aber, wenn er fertig ist, vorher nicht. Oder du sagst es ihm. Ich habe doch nicht wirklich was mit ihm zu tun. Ja. Oder? Nö, nur dass er dein Chef ist, ne? Mehr hast du nicht mit ihm zu tun, das ist richtig. So, dann geht der LKW jetzt nach Hause. Und dann wollen wir mal gucken, ob wir noch was machen. Aber ich denke mal, das werdet ihr dann auch definitiv auch in der nächsten Folge, in den nächsten Folgen sehen. Wie gesagt, es kommt jetzt eins öfter mal eine Folge mit Paddy, wo der Paddy mit bei ist. Genau. So, aber erstmal bringen wir jetzt den LKW. Bringen wir den LKW jetzt nach Hause. Und werde ich mich darauf vorbereiten auf die nächste Tour. Moin. Dann wollen wir uns mal auf den Weg machen. Wir fahren nämlich jetzt nach Dortmund. Ja, an dem SK ist noch nicht viel passiert. Habe ich erstmal in die Werkstatt reingeholt. Der wird erstmal komplett zerlegt. Also es kann ordentlich ein bisschen dauern. Mensch, Paddy, schönes Auto. Und wir werden uns heute ein Navi kaufen, dass wir immer auf die Straßenkarte gucken müssen. Dortmund ist jetzt Neuland. Das ist ja mal Sound. Ja, von Dortmund geht es dann weiter Richtung Süden. Und so wie es aussieht, geht es erst die Woche. Bin ich auch erst am Freitag wieder zurück. Oh ja, der Sound ist gut. Ja, dann machen wir uns mal auf den Weg nach Dortmund. Ist noch ganz schön früh. Habe ich mich doch gleich verfahren. Ich hätte hier abbiegen müssen. Na gut, dann drehen wir um. Die Ampel hin. Die hat ja die Ampel geklaut. Ist ja auch nicht schlecht. Übrigens bin ich jetzt auf der ProMods unterwegs. ProMods und Megamap. Sieht es alles ein bisschen anders aus, deswegen fehlt hier jetzt nämlich gerade auch die Ampel. Aber die Ampel da vorne ist ja da. Heute fahren wir auf einem Vierer Scania 580 PS. Also die Kiste hat schon ordentlich Power. Sound ist auch gut, wie man ja hört.
Naja, dann wollen wir mal eine Pause einlegen. Ein paar Kilometer haben wir ja schon geschafft. Nicht ganz die Hälfte. Tanken brauchen wir nicht. Deswegen werden wir uns hier an die Seite stellen. Kurze Pause einlegen, dass wir dann wieder weiterfahren können. Boah, wir werden hier stehen bleiben. Jo, das sieht hier schon mal ganz gut aus. Stehe ich hoffentlich niemandem im Weg. Können wir mal ein bisschen LKW gucken gehen. Mache ich immer gerne mal in der Pause. Es sind ja ordentlich ein paar, die hier fahren. Ist ja ganz schön voll, die Autobahn. Da steht das Schmuckstück von Paddy. Wir werden es erstmal sehen, was passiert, wenn wir das erste Auto fertig, wenn wir das erste Auto haben. Oder wenn ich mit dem Auto, wenn ich mich vermiete, das gut läuft, ob wir dann vielleicht ein zweites Auto holen. Und dann ist der erste Ansprechpartner, den ich habe, wird Paddy sein. Oh, moin. Boah, deswegen, wir werden mal sehen. Ja, ich würde sagen, wir werden noch eine kleine Strecke werden wir noch durchziehen. Und dann hören wir uns gleich wieder. Ich denke mal, bis Dortmund werden wir durchkommen. Pause ist ja auch fertig. Alles klar, dann würde ich sagen, hören wir uns gleich wieder. Oh, hier müssen wir schon runter. Dortmund. Wollen wir uns doch Dortmund mal angucken. Der Sound ist wirklich gut. So, wir sind in Dortmund angekommen. Also Kiel gefiel mir besser. Muss ich ja sagen. Gut, ich bin Norddeutscher. Von daher. Ja, man sieht ja jetzt auch nicht allzu viel. Da ist Transinet, da müssen wir hin. Blinken tun wir. Der hält wieder mal an. Das war so klar, war klar. Finde ich irgendwie lustig. Ja, dann geht's jetzt schnell an die Rampe, wenn wir damit fertig sind. Rufen wir an, fragen, wie es weitergeht, wo wir hin müssen, was wir abladen, was wir laden müssen. Ich denke aber, wir werden hier Pause machen. Na? Oh, das liebe Rückwärtsfahren. Es geht. So. Abladen. Fertig. Ja, dann würde ich sagen, wir sind angekommen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da. Abo nicht vergessen. Und wie immer auch gerne kommentieren. Bis zum nächsten Mal.